eh lang, oder? Egal. Oder willst du weiterfahren? Ist egal. Ja. Hallo und willkommen zur Folge 19 unserer Norwegen-Reise. Wir befinden uns auf den Lofoten und nehmen euch mit. Lasst euch überraschen, was heute alles geschieht. Wir wünschen euch viel Spaß. Wir sind wieder unterwegs. Ja, und wir sind jetzt hier, ja, kurz hinter Lenges. Ortsblendisch unten ein. Und da haben wir was gesehen. Das gucken wir uns jetzt mal von Weiden an. Weil das haben wir ja von innen auch noch nicht gesehen. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Wir nehmen euch mit. Da hinten zieht es schon wieder zu. Und das, was wir gleich sehen, versteckt sich da hinten. Da hinten versteckt sich das. Und überall sind die kleinen Blümchen, die am Wegesrand. Die Silvia findet die ganz toll. Was machst du, Philo? Was sonst? Gras fressen. Lecker! Wir sind jetzt hier auf dem Privatgrundstück. Weil hier oben war ein Haus und da ging es nicht weiter. Aber wir haben höflich gefragt, ob wir hier durch dürfen. Und dann hat er uns gesagt, na klar dürfen wir hier durch. Es gibt einen kleinen Rundweg, den dürfen wir nutzen. Also wir müssen nicht mal am Haus vorbei. Und da haben wir den besten Blick auf das, was wir euch gleich zeigen. Wir gehen erstmal noch ein Stückchen weiter und erhoffen, dass wir noch einen kleineren, besseren Blick haben. Ne? Jo. Wir gehen erst einmal spazieren. So richtig. Und Philo genießt das auch. Und auch hier wieder ein schöner Strand. Und da hinten ein kleiner Leuchtturm. Da hat es die letzten Tage geregnet, also ist es natürlich auch matschig. So, und wer kennt die kleinen Boote? Bestimmt der eine oder andere und der weiß auch bestimmt gleich, wo es für uns jetzt hingeht, was er jetzt gleich zu sehen bekommt. Auf? Nee, war zu salzig. Du bist schon bei mir, Silvia kommt noch. Das hat gewackelt. Hat das gewackelt? Ja. Und da sind wir hier am Leuchtturm. Und deswegen sind wir hierher gekommen. Wegen der AIDA. Da ist der Philo. Und wie ihr seht, es ist windstill, weil die Flügel bewegen sich kaum. An der Trolle, und wenn man so schaut, das könnten lauter kleine Trollhütten sein. Das ist die Kirche, die hier offen ist. Nach unserem kleinen Spaziergang und dem Besuch der Buxneskirche in Graftal verlassen wir das kleine Örtchen, fahren erst nach links, merken, dass es nicht weitergeht, fahren zurück und siehe da, wir haben Glück gehabt mit dem Wetter, weil jetzt regnet es. Ein letzter Blick auf die AIDA und auch die Ausflugsbusse kommen wieder zurück, somit legt das Schiff wahrscheinlich auch gleich ab. Für uns geht's weiter nach links und Richtung Nussfjord.
ein bisschen Wolkenwagen. Und hier sind wir am Njosfjord. Gigantisch mit den Wolken da oben, der Schnee und die kleinen Wasserfälle. Ja, jetzt sind wir am Nussfjord. Und wenn du da rein willst, musst du Eintritt zahlen. Ja, und dann gucken wir jetzt mal, was man auf Eintritt bezahlt. Und vielleicht gehen wir ja mal rein. Ein kleines Dorf direkt hier unten mit Hotel und alles, was man so sieht. Aber man kann ja mal gucken gehen. Vor allem schön, ruhige See da hinten. Wenn wir jetzt reingehen, könnte natürlich sein, dass wir noch nass werden. Sind wir drin im Nussfjord. Nussfjord. Was hast du bezahlt? 200 Kronen. Ja, das ist pro Person 9 Euro in etwa. Das geht. Jetzt gucken wir uns das an. Altes Fischerdorf ist das hier. So, das Kaffee hat noch bis 17 Uhr auf. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal Kaffee trinken. Und hier ist Till Eulenspiegel. Sieht jedenfalls so aus. Nur Hunde. Hunde dürfen fast wie überall in Norwegen nicht mit ins Café, deswegen ein paar kleine Bilder. Wir gehen weiter und es gibt kein Kaffee und kein Kuchen. So einen hätte ich gerne an der Angel. Hier die ganzen Fischerhütten. Alte Telefone. Radio, Computer. Und alle, die frech sind, denen wird man auf den Kopf geschissen, wenn man hier rauskommt. Wir haben Glück gehabt, wir waren nicht frech. Da sitzen die Möwen in der Reihe auf dem Giebel.
da unten gibt es Gezanke in den Nestern. Hier die alte Schmiede. Und der Bäcker hat zu. Hat der Bäcker zu? Ja. Schade, kann man halt auch nichts zum Kaffee dazu holen. Und hier ist der Schuppen, wo es die ganzen Taue gibt, die ganzen Fischernetze, ein kleines Ersatzboot und das Licht wird eingeschaltet. Ja. Wir verlassen das kleine Fischerdorf am Nussfjord und weiter geht's über leere Landstraßen zu einem Rastplatz, wo wir gleich die Drohne steigen lassen und die wunderschöne Natur von oben filmen. Während ich die Drohne steigen lasse, kocht Silvia was zum Mittag. Und weiter geht's in Richtung Skjelfjord, wo es laut Google eine Attraktion gibt. I've been searching in the dark, trusting every clue I found, but the truth has not been told. There's every corner of these woods is hollow. I can't see in the dark. Hier sollte eigentlich ein altes Schiff liegen,
Wir haben es nicht gefunden, deswegen geht es weiter zu unserem nächsten Nächtigungsplatz. Da drin? Nee. Den Vogel hatten wir bei der Anfahrt leider verscheucht und die Eier im Nest hat Silvia trotz Brille nicht gesehen. Über die Park4Night-App fanden wir diesen schönen Stellplatz. Laut App war er noch kostenlos, aber wie so viele Stellplätze in Norwegen wird mittlerweile auch über Bankverbindung der Stellplatz bezahlt. Wir zahlten die 15 Euro und genießen noch den schönen Abend, sehen Finnwale und lassen die Drohne steigen. Bevor die Drohne abhebt, sagen wir schon mal Tschüss. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und unseren Kanal abonniert. Bis zur nächsten Folge sagen Tschüss, eure Silvia und euer Falk.